Hallöchen. Nachdem ich jetzt ewig nicht mehr gefilmt habe, dachte ich, mache ich heute mal. Und zwar gehe ich gerade, ich werde mich heute mit Freunden treffen, denn wir haben im Moment Easter Break. Es ist Dienstag und wir machen heute ein kleines Picknick. Wie ihr sehen könnt, ist das Wetter leider nicht so geil. Aber naja, heute Morgen war es schöner. Jetzt gerade ist es sehr bewölkt und ein bisschen windig. Sehr schade, aber nun gut, kann man nichts machen. Wir machen es trotzdem und ja. Der Park, zu dem wir hingehen, der ist leider am anderen Ende der Stadt. Ich auf dem Weg hole ich Daisy ab und wir haben beide schon vorgekocht. Das heißt so, wir haben gestern Abend haben wir schon gekocht und es war so lecker, dass wir gesagt haben, okay, wir bereiten das für heute vor. Das Einzige, was ich leider nicht hatte, war Tomaten. Aber naja. Und ja, schauen wir mal. War auf jeden Fall ziemlich gut. Und jetzt hole ich Daisy ab und dann treffen wir uns mit den anderen. Oh boy, yes! Guten Morgen. ich gehe heute zum Yoga und ich bin schon fertig, wie ihr sehen könnt. Ich muss jetzt auch gleich los. Ja, das ziehe ich gleich noch aus. Ich habe noch einen Top drunter. Shiny! Das Wetter könnte ja wohl nicht geiler sein. Es sollen heute 22 Grad werden. Und gestern haben wir ein bisschen den Garten fertig gemacht. Also wir haben so einen Hinterhof. Und vielleicht werde ich mich da nachher gleich mal raussetzen. Wir haben heute Morgen, beziehungsweise die Jungs sind gerade dabei, die Möbel noch zu streichen. Und das sollte nachher aber dann eigentlich alles schon trocken sein. Und dann werden wir wahrscheinlich nochmal runtergehen und Kissen kaufen. Und dann kann man ab sofort bei uns im Hinterhof sitzen. Wir sehen uns nach dem Yoga wieder, denn beim Yoga kann ich natürlich nicht filmen. Und ja, ich bin gleich im Fitnessstudio, das ist bei mir um die Ecke, zum Glück. It's a beautiful day, it's a beautiful morning. Also es war eigentlich ein schöner Morgen. Ich war ja beim Yoga, jetzt bin ich zurück. Und wie ihr sehen könnt, ich schnecke gerade was. Ich esse gerade noch. Weil wir gleich in den Park gehen und rumchillen. Denn die habe ich abgesagt, habe ich keinen Bock drauf heute. Es ist wunderschönes Wetter. Und ich habe mich dagegen entschieden und habe gesagt, nein, ich wehre mich dagegen. Ich will diesen Tag nicht drin verbringen. Vorher ziehe ich mir aber noch ein Avocado-Brot rein. Guten Morgen! Ich habe den anderen Tag komplett vergessen zu vloggen. Wir waren im Park, es war wunderschön. Es war richtig, richtig geiles Wetter. Ja! Habe ich aber dann vergessen, weiter zu vloggen, weil irgendwie, wenn man sich mit Leuten unterhält und so, die Kamera war im Rucksack, da habe ich nicht dran gedacht. Heute Morgen, es ist jetzt 8:45 oder so, fühlt sich für mich früher an, bin aber schon irgendwie so, ja, also jetzt bin jetzt ein halbes Stündchen wach, habe mich fertig gemacht, noch nichts gefrühstückt, das mache ich, wenn ich dann gleich nach Hause komme, weil ich dachte mir, der frühe Vogel fängt den Wurm, beziehungsweise die Vase und das Verlängerungskabel. Denn ich war gestern in der Stadt einkaufen und habe eigentlich fast alles geholt, was ich holen wollte. Außer die Vase und das Verlängerungskabel. Genau die zwei Sachen, die eigentlich am wichtigsten waren. Und da die Geschäfte um 9 aufmachen,
wandere ich jetzt in die City und kaufe was Schönes. Thank you. Well, ich glaube, ich werde mich niemals richtig anziehen können. Ich habe gerade mein T-Shirt und meine Jacke ausgezogen, die ich anhatte, weil es mir zu warm ist. Gleichzeitig ist mir trotzdem zu kalt. Ich kann mich einfach nicht wettergerecht anziehen und ich preise den Tag, wo ich irgendwann mal nicht eine Jacke mit mir umschleppen muss. Geil. Well, bin gerade wieder auf dem Rückweg. Hab's natürlich mal wieder total verpeilt, aber manchmal passieren ein bisschen andere Sachen, als man denkt. Ich habe aber gut Beute gemacht. Ich war bei Wilko. Ich habe mich zurückgehalten. Auf Instagram habe ich ein bisschen gesnappt, sage ich mal. So habe ich ganz schön viele schöne Sachen gesehen, die ich unbedingt kaufen wollte. Aber ich habe mich begrenzt auf was ich brauche. Ich habe noch ein zweites Handtuch gekauft, weil das einfach im Moment nicht klappt mit nur einem Handtuch. Ja, wie man weiß, packt man ja sehr minimalistisch, wenn man wegfährt für den Erasmus. Ich habe halt auch nur einen Koffer mitgenommen damals. Viele Leute nehmen ja zwei mit. Ansonsten habe ich eine Vase gekauft. Ich habe mir Blumen gekauft, aber ich habe einfach immer ein Glas benutzt. Und jetzt brauche ich einfach mal eine Vase. Die hat jetzt nur 3 Pfund gekostet. Und dann habe ich mir ganz spannend, beziehungsweise habe ich das für meinen ganzen Haushalt gekauft, eine Klobürste gekauft. Jeder braucht es. Jeder weiß, dass es braucht. Aber ja, man kauft das halt nicht so gerne. Ja, aber unsere ist einfach nur ekelhaft. Da wir jetzt ein zweites Badezimmer haben, dachte ich mir, ja, braucht man wieder eine. Denn irgendjemand hat die unten geklaut und die ist jetzt da oben im Bad. Naja, und dann habe ich, ich habe nochmal so Command Strips gekauft, denn meine Haken sind von der Wand gefallen im Bad. Da dachte ich, ist vielleicht auch nochmal eine gute Idee. Ja, und ich habe mir einen Mascara gekauft. Wow, crazy. Also eigentlich wirklich nur Sachen, die ich brauche. Aber ja. Und jetzt laufe ich mit dem ganzen Zeug nach Hause. Ja. Und dann werde ich ein bisschen was arbeiten. Ja. Wow. Man könnte 148 Pfund sparen. Weil sie von 270 auf 121. Ich hätte voll gerne diese verdammte Zahnbürste. Ich hoffe, das Angebot gibt es noch ein bisschen länger, aber jetzt gehe ich echt nach Hause. Ich habe mir außerdem diese unglaublich süßen Fotorähmchen-Dinger gekauft. Die so aussehen wie Passport. Also, es sind ja eigentlich Passportus. Die so aussehen wie so Polaroid-Dinger und Karten. Command Strip-Haken-Dinger. Die müssen jetzt gleich da rein. Einen Glue-Stick, damit ich Fotos auf die Passportus kleben kann. Eine Klobürste. Unglaublich interessant. Leider in einer WG. Sehr wichtig. Enough said. Eine sehr simple 3-Pfund-Vase, die aber trotzdem sehr schön ist. Tada! Ein greyisches Handtuch. Wer hätte gedacht, dass ich mir ein greyisches Handtuch kaufe? Ein Bimsstein. Und Mascara. Das war's. So, meine Batterie macht auch gleich den Abgang. Das ist ja geil. Oh, das schaffe ich jetzt aber irgendwie gerade nicht. Wartet mal ganz kurz. Ich muss mal jetzt gerade hier die Tür. Niemand da, aber Licht an. Okay. Das Licht mache ich auch mal aus. Ja. Command Strips ins Bad. Wo wartet die Klobürste? Die Klobürste muss noch ins Bad. Kommt jetzt neben das Klo. Da ist er. Irre, oder? Also manchmal fühle ich mich ein bisschen dumm, ne? Wisst ihr, was ich vergessen habe? Erinnert ihr euch noch heute Morgen, als ich gesagt habe, ich brauche ein Verlängerungskabel? Genau.
Habe ich nicht gekauft. Dafür habe ich mir einen Smoothie gemacht. Und werde jetzt mal gucken, dass ich noch ein paar Sachen abarbeite. Einige Sachen habe ich heute schon erledigt. Das ist sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich noch vielleicht ein bisschen streamen will. Und heute Abend dann arbeite und ein bisschen 3D mache und so. Ich glaube, das klingt eigentlich ganz gut für mich. Hätte mich mal ein bisschen Bock, Overwatch Ranked zu streamen. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt gleich noch. Ich muss mal kurz festhalten, dass immer noch schönes Wetter ist, obwohl es hieß, dass heute eigentlich dann in der zweiten Tageshälfte, verdammt scheiße, nicht so geiles Wetter sein soll. Aber es ist immer noch cool, immer noch schön, sonnig, immer noch sehr windig, aber trotzdem sehr warm. Finde ich gut, mag ich. Finde es gut, wenn es wärmer wird jetzt. Ich bin jetzt gerade auf einer Pie Mission, weil hier habe ich jetzt noch ein bisschen Cottage Pie drin. Gerade schon im Stream erzählt, ich bringe die noch Freunden vorbei. Die essen die heute Abend, weil ich kann das nicht alles verwerten, was ich zu Hause habe bis Freitag, bis es dann heimgeht. Geil, manche Leute. Die eine hat überhaupt nicht gesehen, dass ich gerade über einen Zebrastreifen gegangen bin. Ein Zebrastreifen, an dem man anhalten muss. Ja, auch in England. Bitte? Also da hat sie mir fast gerade die Hacken abgefahren. Das war knapp. Hätte ich sie nicht gesehen und nicht gesehen, dass sie mich anhält. Leute. Augen auf im Straßenverkehr. Wenn ihr fahrt, habt ihr eine Verantwortung. Macht keinen Scheiß. Guckt, habt die Augen offen. Seid nicht am Handy oder was auch immer. Und wenn euer Kind im Auto hinten schreit, dann müsst ihr halt anhalten und nach ihm gucken und euch nicht umdrehen während dem Fahren. Also, sobald man ein Teilnehmer im Straßenverkehr ist, und das ist man als Fußgänger, als Fahrradfahrer und als Autofahrer, hat man eine Verantwortung. Und zwar nicht nur für sich, sondern auch für andere Leute. Also passt doch bitte auf. Ich möchte niemanden anfahren als Autofahrer und ich möchte nicht umgefahren werden als Fahrradfahrer oder Fußgänger. Weil ich meine, ihr gefährdet doch nicht nur euer Leben, sondern auch noch das aller anderen. Also Augen auf dem Straßenverkehr. Tut uns allen einen Gefallen und tut euch einen Gefallen. Passt doch auch euch selbst auf. Jetzt gehe ich erstmal die Cottage Pie abliefern und wir wollen noch unsere Wette einlösen, denn ich wurde überredet von Tom, dass wir, also irgendwie ist hier das Grand National ja immer so ein großes Ding und ich sollte da jetzt mitkommen und irgendwie Geld wetten. Und weil ich da jetzt gewettet habe beim Grand National, müssen wir jetzt diese Wettscheine einlösen. Kein Plan, wie das geht, aber wird sich sicher noch rausstellen. Guten Morgen. Ich habe den anderen Tag einfach total vergessen zu vloggen und dachte, ich mache das jetzt mal fertig. Und zwar mache ich mir gerade Frühstück und zwar gibt es gleich Porridge mit Obst. Und zwar habe ich das hier. Bei mir ist ja gerade Resteverwertung angesagt und zwar mache ich aus dem ganzen Kram hier Porridge. Und es gibt eine Mango und eine Papaya und darüber kommt eine Zitrone. Ist immer ganz lecker. Ich mache die ganze Sache heute mit Almond Milk. Die hier ist super lecker. Root Health finde ich gut. Dann kommen, wollen wir natürlich Haferflocken. Ich quatsche dazu noch ein bisschen Hanfproteinpulver. Nicht wegen dem Protein, sondern einfach wegen der Gesamtkombi. Da kommt auch nicht viel von dran. Das hier mache ich manchmal mein Frühstück, ist so ein Antioxidantienpulver. Habe ich mal gekauft, benutze ich eigentlich nur, ich wollte es austesten und ich benutze es nur, damit es wegkommt und ich es nicht wegschmeiße. Ganz essentiell für mich sind Chiasamen, die finde ich super lecker, Kokosflocken und hier habe ich noch, wie nennt man die Dinger? Bilingual Problems. Mandelsplitter, beziehungsweise Mandelraspeln, nein, Flocken, Blättchen, wie auch immer. Ich süße meinen Porridge außerdem manchmal und zwar mache ich das entweder hier mit Golden Syrup oder normalerweise nehme ich Honig, einfach den Nährwert halt halber. Ja.
bin außerdem so frech und microwave mein Porridge, weil ich einfach zu faul bin, für eine Portion einen ganzen Topf dreckig zu machen. Und so kann ich es in der Schüssel machen. Die Mikrowelle müsste man außerdem mal wieder sauber machen. Schön, wenn man in der WG lebt. So sieht das heute Morgen aus. Ich hatte da eigentlich einfach nur Bock drauf. Chiasamen, das ist das Porridge. Hanfprotein, das Antioxidantenpulver und Kokosraspeln. Ich mache das nicht jeden Morgen so. Ab und zu, wenn ich Bock drauf habe. Und ansonsten mische ich das jetzt unter. Dann sieht das ganz komisch aus und dann kommt das oben drauf. Frühstückszeit. So, fertig. Fertig. Wir haben eine Putzfrau hier, because wir sind 6 Leute. Und, 6 Leute machen sehr viel Dreck. Und deshalb haben wir eine Putzfrau. Und sie ist ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Sie ist ein klein wenig seltsam und sie kam gerade rein. Und, sie unterhält sich gerne mit einem. Es ist aber halt ein bisschen. So, ich werde jetzt mein Frühstück essen und werde die Vlogs hochladen, beziehungsweise fertig bearbeiten und hochladen, die diese Woche oder die heute beziehungsweise morgen noch hoch müssen, damit ihr über Ostern was zu sehen habt. Und mit Glück ist das hier auch schon drin, denn über Ostern gehe ich nach Hause und da sollt ihr ein bisschen was haben. Und ich habe so lange nichts gemacht, jetzt wird es Zeit.